Moin Leute! Und willkommen heute zur neuen Folge. Heute bauen wir mal die ganze Inneneinrichtung und das nächste Mal bauen wir das ganze pflanzliche Zeug und danach sind wir durch mit diesem Hallenbad. Und ich habe mir übrigens eine neue Idee ausgedacht mit der ganzen Villa. Das heißt, lasst euch überraschen, das heißt, in der Woche kommt dann ein neues, also werde ich wieder eine Villa bauen, aber da kommt das in so einen anderen Format. Ach, ihr werdet sehen. Schaut dann beim nächsten Mal wieder vorbei. Genau, ja, let's go. Okay, Leute, um Zeit zu sparen, zeige ich euch jetzt gleich mal, wie das Haus jetzt oder die Inneneinrichtung geworden ist. Man kommt hier rein. Dann ist hier eine Wand. Hier ist die Treppe, die dann hochgeht. Hier weiß ich noch nicht, was ich reinmachen will. Da könnt ihr auch gerne noch eure Ideen in die Kommentare schreiben, was ich hier mache. Hier ist halt noch ein bisschen Platz. Genau, dann habe ich hier das Schlafzimmer. Ich zeig's mal kurz. Hier halt die Betten. Hier so Regale. Genau. Bücher, Schränke, genau. Mehr ist an sich hier nicht drin. Dann ist ja hier hinten mein Aufnahmezimmer. Hier könnte an sich auch noch was rein, weil das ist noch ein bisschen leer. Könnte auch noch schreiben, was rein soll. Genau. Dann geht's hier hinten dann später raus auf die Terrasse. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Jetzt sind wir hier oben. Das ist alles wie so ein Raum. Also hier hinten die Küche, hier so Wohnzimmerbereich und hier hinten das Essen. Genau. Also hier ist halt so. Ich fliege mal hier. Hier ist halt Fernseher mit Sofa. Irgendeine Bücherecke, keine Ahnung. Ich habe zu viel Platz, habe ich gemerkt. Dann ist hier. Kann man rausgucken? Ach, keine Ahnung, ne? Hier kann man Sonnenuntergang dann angucken. Genau. Hier ist halt eine moderne Küche mit so einem, ja, wie die Küchen gebaut werden, ist da eigentlich inzwischen. Genau, das war halt mein Haus. Schreibt, wie gesagt, mal eure Ideen in die Kommentare und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, denn ich habe was vergessen reinzubauen. Genau, hier oben könnt ihr mich abonnieren und hier unten ist noch das Video vom Samstag, da war ich in Leipzig beim Völkerschlachtdenkmal. So ein ähnliches Video wird dann wieder am Samstag, am Freitag kommen, von einer anderen Sehenswürdigkeiten natürlich, ne? Also schaut am Samstag vorbei, am Freitag, Alter. Schaut am Freitag 19 Uhr vorbei, da kommt's. Ciao.